Jetzt also ein Gespräch mit Sarah Willis und Felix Klieser. Wir haben nichts gegen Streicher. Wir hätten auch gerne jemanden noch von dem Minetti-Quartett mit hergenommen, aber erstens sind zweitens so einer sowieso ja viel zu kurz Runde. Sagen wir mal, zweitens sind zwei genug und erstens war es so, dass das Quartett sagte, ach, wir haben ja noch so viel, wo wir uns konzentrieren müssen, macht ihr das mal so allein. Das nur zur Erklärung, nicht, dass Sie meinen, hier sei irgendein Streicher-Bashing im Gange. Wir haben heute ein, ja, wie an sich meistens ja wieder, sehr spezielles Programm. Hornisten sind nicht so oft bei uns zu Gast und ich glaube, zwei auf einen Schlag hatten wir in den 95,5 Jahren noch nie. In den ersten Jahren war ich nicht dabei, aber sobald wir rausgekriegt haben, haben wir das nicht gehabt. Frau Willis, Sie sind hauptamtlich bei den Berliner Philharmonikern. Sie sind eine der Hornistinnen, die so viel für Instrument getan hat und tut, wie wirklich kaum jemand anderes, auch durch Präsenz in den neuen Medien, durch überragendes Können und die sehr lockere und kommunikative Art. Inwieweit ist für Sie das Sprechen über das Hornspiel, über Ihr schweres Schicksal an dieser, wie man so blöd sagt, Glücksspirale, inwieweit ist für Sie das auch wichtig, das zu erläutern und dem Publikum, was Sie sonst eben nur spielen sieht, was zu erzählen? Ja, erstmal guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier mit Felix spielen kann in dieser wunderbaren Halle. Halle, darf man sagen, und das klingt dann wie eine Schulhalle, das meinte ich nicht. Ich meine, solange Sie nicht auch da sagen, ist alles in Ordnung. Ja, für mich ist die Kommunikation wahnsinnig wichtig. Ich bin leidenschaftlich gerne Musik-Communicator. Mein Vater war Journalist und er hatte immer ganz wichtige Leute eingeladen zu uns nach Hause zum Interviews und ich fand es immer faszinierend, was er alles aus den Menschen gelockt hat. Und ich dachte vor einigen Jahren, das müsste man eigentlich in der klassischen Musikwelt machen, weil es gibt so viele Ängste. Sie haben keine Ängste, Sie kommen ins Konzert, Sie kommen auch zum Gespräch vorher, aber es gibt so viele Leute, die denken, klassische Musik, nee, verstehe ich nicht, ist bestimmt langweilig, ich weiß nicht, wo ich klatschen soll. Es gibt so viele Sorgen und die Leute gehen da nicht hin. Und deswegen ist es so wichtig, besonders heutzutage, wo es ein bisschen einfacher geworden ist und viel einfacher geworden ist mit den Social-Media-Kanälen, es ist einfach wichtig, dass wir unsere Liebe für die Musik kommunizieren. Nichts kann ein Live-Konzert ersetzen, aber daraufhin wollen wir alle die Menschen anweisen und erklären. Und ich denke, es ist bei jedem Beruf so, beim Sportlern, beim Zahnärzten überhaupt, im Leben, es ist so schön, einen Blick hinter den Kulissen zu bekommen, vielleicht nicht bei den Zahnärzten. Ja, Zahn ist schön, wenn du das stimmt, aber überhaupt, also in Schauspielen, in Sport, ja, Bundestag, in Musik ist es wichtig, dass wir einen Blick hinter den Kulissen kriegen und auch die Menschen kennenlernen, die das machen, weil es macht die Musik dann persönlicher, finde ich. Felix, du hast eine ganz besondere Rolle, auch du hast extrem viel in den letzten Jahren für das Horn gemacht. Ich weiß noch, das war unser Kennenlernen bei einem Foyer-Konzert im NDR, sagtest du danach, und ich muss zugeben, es hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch habe dir besonders deswegen auch gut gefallen, weil es eben mal nicht zuerst um deine besondere körperliche Situation ging. Dennoch ist es natürlich so, dass jeder, der dich zum ersten Mal erlebt, sich zuerst mal fragt, wie macht der das, wie geht das? Das wird man gleich sehen, dass du ein hervorragender Künstler bist. Ist das eine Sache aber, die dir an sich ein bisschen zu viel ist? Oder akzeptierst du das und findest, also nutzt auch die Chance, im sinnvollen Geiste eben Werbung zu machen, dafür, dass man auch ohne Arme überragend Musik macht? Ich meine, man muss sich das immer so vorstellen, ich bin ja so geboren, also für mich ist das total normal. Und das ist ja auch ein Parameter, auf den habe ich keinen Einfluss. Also ich habe ja nicht gesagt, ach Leute, ich will erfolgreich sein, was mache ich? Ich säge mir die Arme ab und spiele Horn. Das nicht klappt, das wird es. Das habe ich ja nicht gemacht, sondern ich bin so auf die Welt gekommen und ich möchte gerne auch nicht Horn spielen und ich möchte gerne Musik machen und ich möchte gerne vor Leuten spielen. Und deswegen finde ich, sollte das immer das Wichtigste sein. Auf der anderen Seite gehört das natürlich zu mir dazu. Genauso wie das Sarah auch neben Hornspielen noch die ganzen andere Dinge macht, um
um das Genre zu kommunizieren, um Musik zu kommunizieren. Ich glaube, das ist aber auch ein Teil, die wichtig sind für einen Künstler. Weil ein Künstler ist ja nicht eine Maschine, auf die man drauf tritt und dann kommt da irgendwie Kunst raus. Und wenn man das zuklappt, ist die Kunst fertig, sondern es ist ja auch eine Person, es ist ja auch ein Mensch und das gehört ja dazu. Deswegen ist, glaube ich, immer beides ein bisschen. Als wir darüber gesprochen haben, dass du in dieser Saison hier bei uns auch spielen solltest, möglichst, hast du gesagt, oh ja, gern und dann auch gern noch mit einem zweiten Horn und dann auf jeden Fall, wenn irgend möglich, sagen wir das. Oh. Oh. Ich mache mir aber jetzt einen Stress, da muss ich gut spielen, sonst wäre ich nie wieder gefragt. Vielleicht wird der Stress noch größer, wenn der Mann jetzt sagt, warum er das wollte. Ja, es ist ja lustig, wir kennen uns ja glaube ich 2014, haben wir uns kennengelernt bei Echo Classic. Und wir wollten immer irgendwie was zusammen machen, also immer was zusammen spielen. Und es gibt doch relativ viel, also so viel jetzt nicht, aber schon ein bisschen Literatur für zwei Hörner und entweder Streichquartett, was wir heute Abend machen, oder eben auch für zwei Hörner Orchester. Was wir auch machen wollen? Genau, da gibt es immer so ein bisschen, gibt es auch Literatur, aber es muss natürlich auch immer die Möglichkeit geben. Also der Veranstalter muss sagen, ja, das machen wir, laden auch zwei Solisten ein, sind dann auch meistens ein bisschen teurer. Und als dann die Möglichkeit kam, dass hier das Konzert spielen und ich so ein bisschen sagen konnte, was ich mir vorstelle, da fand ich einfach die Idee, Hornsteinquartett fand ich sowieso spannend und dann eben das zusammenzumachen. Fand ich eine super Möglichkeit. Also es ist heute unser gemeinsames Debüt, glaube ich. Wir haben ein kleines Debüt schon gehabt. Auf YouTube kann man das auch sehen. Ich habe mit Felix, die Fernsehsendung, die ich mache für Deutsche Welle Fernsehen, da habe ich Felix dafür interviewt bei den Echos und wir haben eigentlich war da unser Debüt, Felix. Wir haben den Entertainer gespielt. Das kann man auf YouTube sehen. Es war ganz spannend. Es war mein erstes Mal mit ihm zu spielen. Und ich meine, wenn man das nicht kennt, dann denkt man sich schon als Hornist, ja, wie geht das und so, weil es ist dann natürlich ein bisschen anders. Aber ich muss sagen, es hat so gut zusammengepasst, gleich vom Anfang an. Und für mich ist Felix nicht ein Hornist, der anders spielt als ich. Der ist einfach ein Kollege, der super Musik macht. Und über den Rest denke ich einfach gar nicht drüber nach, weil ich spiele einfach wahnsinnig gerne mit dir zusammen. Wenn Sie, Sie wollten klatschen. Es muss sein. Felix Gieser wollte ich unbedingt mit ihm zusammen spielen. Sagen Sie mal, was Sie am Künstler Felix Gieser so spannend finden, dass Sie gesagt haben, natürlich, das möchte ich auch. Weil wir uns super verstehen und das hat man auch gleich bei den ersten Mal bei den Echos auch gemerkt. Wir haben uns dann im Konzertsaal in Dortmund dann noch getroffen und so ein paar Mal. Es ist immer schön in der Musik, wenn man mit jemandem spielen kann, den man mag. Und es ist nicht aber eben nicht immer selbstverständlich, dass nur weil du jemanden magst, kannst du gut Musik mit ihm machen. Und wir haben Glück, dass es beides geht. Aber es war natürlich auch sehr interessant für mich, diese Erfahrung Kammermusik auch mit ihm zu machen, aber diese wunderbare Streichquartett. Ich muss sagen, die Minetti sind wirklich ganz, ganz gut. Und hatte es schon mit denen zusammen gemacht, aber ich noch nicht. Und ja, es passt einfach gut. Aber Felix ist nicht. Wenigstens mehr ein Solist, ne? Du spielst nicht so oft mit anderen Hornisten zusammen. Mit anderen Hornisten nicht, aber Kammermusik schon. Ja, Kammermusik schon, aber also mit anderen Hornisten nicht. Mit der Hornisten das nicht. Nee. Ja. Das Horn ist ja unter anderem extrem vielseitig im Klang. Es kann nebenbei, wie man so schön sagt, schmettern und es kann sich aber auch sehr zurücknehmen und sehr zarte. Das ist total die Hose hier im Horn. Unsere Glücksspirale, das kennen Sie vielleicht noch nicht. Wir sagen, dass ein Horn ist wie eine Glücksspirale, weil wenn man das auseinanderrollen würde, wäre das 3,5 Meter lang. Und es verstecken sich schöne Kondenswasser, was wir dann reinpusten in so alle möglichen Bögen hier. Und was wir reinspielen für Töne, nur Gott allein weiß, was hier rauskommen wird. Deswegen nennen wir das dann die Glücksspirale. Kann man eigentlich auch auf Befehl sozusagen kieksen? Das natürlich. Kieksen Sie mal ein bisschen. Bitte. Also, so mein Überdämpfer ist drin. Start! Mein Keyswap. Das ist einfach ein kleiner Keks und die mögen wir nicht, aber die können passieren. Das gehört zu unserem Leben dazu. Das ist Kunst. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist de facto nicht vermeidbar. Erklären Sie einem nicht-Hornspielenden Menschen,
warum es nicht vermeidbar ist. Ja, gerade so, also wenn, weil, ja, weil wir warme Luft ins kalte Blech einpusten und da sammeln sich hier Kondenswasser. Wenn Sie ein großes Glück haben, werde ich das gleich vormachen. Wenn da was ist. Oh, schön! Und überall auf der Welt, wo ich bin, die Leute fragen immer die gleichen Fragen. Die wollen wissen, wie lang ist das Horn? Und dann wollen die wissen, warum ich meine Hand da reinstopfe, um zu halten und die Töne dann zu helfen. Das ist aber eine ganz andere Vortrag. Das haben wir letztes Mal. Ja. Und dann fragen sie, kann man davon leben? Und dann fragen Sie, ist das Spucke, was rauskommt? Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Klar, ein bisschen Spucke, ein bisschen Müsli vom Frühstück, ein bisschen. Aber das sammelt sich hier in den Bögen und es kann mal passieren, dass es dann glückert, oder? Gestern in der Probe, Felix, habe ich plötzlich gehört, dass er Felix, du glückerst. Gut, also das heißt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, denn die Frage war ja ernst gemeint. Der Kekser entsteht, wenn Sie sagen, es liegt am Kondenswasser, da drin entsteht doch am Mundstück. Nicht nur, also das macht das alles nur ein bisschen unruhig, wenn wir sehr nervös sind und es ein bisschen unruhig wird. Wir wollen aber nicht alles, wir wollen es schön machen heute Abend, wir wollen nicht, dass Sie da sitzen und Angst haben, dass wir... Aber Sie haben ein bisschen Probleme. Also, das Horn ist schön, es ist eine Glücksspirale, wir müssen mutig sein, wir Hornisten. Aber wir geben unser Bestes, dass es Ihnen gefällt. Wir waren vorher ja dabei bei der Frage, wie es klingt. Also entweder es kann sehr schmetternd, sehr zart sein. Gibt es mit Zusammenspiel mit Streichern dann sozusagen das dauerhafte Zurücknehmen? Ist es da so, dass man die letzten PS sozusagen nicht rauslassen kann gegen die Streicher? Nee, eigentlich nicht. Also ich finde zum Beispiel immer angenehmer, mit Streichern zusammen zu spielen als mit Klavier zum Beispiel, weil Horn und Klavier ist was ich überhaupt nicht mische. Also so ein Klavier macht Ding und dann geht der Klang wieder weg. Also immer vorne die Attacke und dann kommt nichts mehr. Dann ist die Luft raus und wir Hornisten sind eigentlich das Gegenteil. Also so ein Ton hat immer, auch wenn wir ihn sehr scharf artikulieren, haben wir immer so eine gewisse Entwicklung. Also der Ton am Anfang ist immer noch so ein bisschen so ein Motor, der irgendwie anlaufen muss, auch wenn das teilweise sehr schnell geht. Und das geht mit Streichern eigentlich sehr, sehr gut. Also die Klangform von Streichern ist neben des Horns wesentlich ähnlicher als also manche anderen Instrumente. Also wir vergleichen uns ja oft, auch was die Literatur angeht, das ist so ein bisschen so mit den Cellisten. Also viele Cellisten spielen ja auch unsere Literatur, ja, muss man mal sagen. Da gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Also deswegen passt Horn und Streicher eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur voll laut spielen. Also Können wir aber auch. Aber wir können auch leise spielen. Also das geht eigentlich sehr, sehr gut. Also man muss ja jetzt nicht irgendwie sein, man muss sich extra zurücknehmen, extra leise spielen, dass man nicht alles überlegt. Das geht schon. Ist es denn nur eine Frage der Dynamik, also laut und leise, oder geht es auch darum, den Klangcharakter der Streicher eher zu erwischen? Wir sind dauernd dabei, unseren Klang anzupassen. Das Horn ist so ein Verbindungsinstrument im Orchester zwischen Holzbläser und Blechbläser. Also wir finden, wir sind eine eigene Kategorie. Wir sind zwar aus Blech, aber wir gehören auch zu Holzbläser. Wir sind dauernd dabei, unseren Klang anzupassen. Wir spielen also nie einfach nur mit einem Klang die ganze Zeit. Wir spielen mal schlank, mal dick, mal laut, mal schmetternd, mal sehr leise. Aber das macht einen guten Hornist aus. Jemand, der wirklich da auf den anderen auch zum Beispiel jetzt, wie Felix sagte, in ein Streichquartett. Man passt sich dann an, aber es ist wirklich schön, mit Streichen zu spielen, auch wegen diese Schwingungen. Ich finde, das Horn und Streich ist eine schöne Mischung. Ich hoffe, dass Sie das auch heute Abend auch finden werden. Das Mozart-Quintett hat ja die Merkwürdigkeit, dass es mit zwei Bratschen besetzt ist. Ich weiß überhaupt nicht, ob es ein zweites Stück gibt für die Besetzung, kaum Geige, zwei Bratschen und Cello, außer dem, was wir heute Abend hören werden. Das ist also insgesamt nochmal ein bisschen dunkler als ein übliches Streichquartett in der Besetzung. Ist das was, was eher dem Horn dann dem Zusammenspiel entgegenkommt, weil der Horn ja auf jeden Fall auch ein sehr schön dunkles Traum haben kann? Nee, also der Klang wird natürlich ein bisschen wärmer, ein bisschen runder dadurch. Ne? Das ist etwas, was speziell der Anfang von dem Quintett, diesen Hall, da muss man wirklich singen. Da geht es wirklich nur um Farbe zu haben, Klang zu entwickeln und so ein bisschen so wie eine Klangwolke zu bilden, indem man dann alles einhaut. Das geht natürlich
einfacher mit zwei Barschen. Die Violine dann hat eben den kapriziösen Part, den etwas zickigen Part, könnte man vielleicht sagen. Das ist schon ein besonderer Griff für den Mozart-Dachte. Ist natürlich immer ein bisschen blöd für die Streichquartette, da muss man eine Violine muss ich dann umwandeln in eine Barsche. Weil natürlich normalerweise ist zwei Violinen, Barsche, Cello, das ist eine normale Besetzung. Aber in dem Fall ist das schon etwas, was der Mischung sehr gut tut. Mit dem Stopfen, was macht die rechte Hand denn im Trichter? Ich meine, eine rechte Hand hast du logischerweise nicht. Wie wird das ausgeglichen? Ich habe, ist glaube ich richtig in Erinnerung, dass du das alles eben mit den Lippen machen musst. Es gibt unglaublich viele Parameter, mit denen man den Klang beeinflussen kann. Das ist ein kleines Los. Wenn jeder mal so in seinen Mund reinguckt, da ist ein Mundraum, da ist eine Zunge, da sind Zähne, dann haben wir etwas weiter hinten, haben wir den Rachen, wir haben den Hals, wir haben das Lungenvolumen. Sämtliche Parameter haben ganz großen Einfluss auf den Klang. Und man muss, wenn man ein Instrument lernt, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man lernt, sich selber zuzuhören. Wie klinge ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und auch was zum Beispiel beim Horn sehr geht, man kann sehr schnell laut spielen, man kann auch einigermaßen schnell leise spielen. Aber es geht oftmals darum, oder ich finde, wenn es gut gespielt ist, dann ist ein Forte nicht einfach laut und klar und leise oder mit dem Forte so mittel, sondern es sind das bestimmte Klangfarben. Also ein Forte, zum Beispiel ein Forte bei Mozart, klingt ganz anders als ein Forte bei Strauss oder noch anders als bei Stravinsky. Also es geht, so denke ich jedenfalls, in erster Linie immer um einen Charakter, um eine Farbe. Und da muss man lernen, selber zuzuhören. Und wenn man das macht, dann kann man sehr schnell lernen, welche Parameter welchen Einfluss auf den Klang haben. Also ganz einfach gesagt, wenn man zum Beispiel gähnt, ja, jeder kann das nachvollziehen, man ist müde, man gähnt, dann öffnet man den kompletten Mund, man drückt die Zunge herunter und hat einen sehr, sehr geweiteten Mundraum. Das führt zum Beispiel dazu, dass der Klang eher dunkler wird. Und wenn man eben sehr eng wird und alles sehr zumacht, dann wird der Klang etwas heller. Also das sind so ganz einfache Parameter. Aber da gibt es noch wesentlich mehr Parameter, um den Klang zu beeinflussen, als die Hand an sich. Ich muss gerade auch an dieser Stelle sagen, ich habe es leichter, weil ich kann das Sämtliche auch, ich mache das auch natürlich mit meinem Mundraum und Rachen, aber ich habe noch die Hand dazu, wer ein bisschen dunkler, ein bisschen verdeckter machen kann, ein bisschen offener. Felix macht das alles hier, wirklich, und das ist, was ich bewundere. Und ich nehme dich oft als Beispiel für meine Studenten, weil die Studenten kommen rein und machen. Und können ja gar nicht. Und dann sage ich, guck mal, der Felix macht das alles so offen und frei. Und das wirklich, das bewundere ich sehr. Und da versuche ich manchmal ganz ohne Hand zu üben und gucke, wie du das machst. Ne, mit dem, da muss ich dich nochmal ein paar Mal fragen. Das machen wir dann später. Das ist so speziell für uns auch. Ja, aber genau das ist, finde ich, also eine extrem interessante Frage für mich, ob jemand wie Sie eben, der nun brauchen wir nicht darüber zu reden, wissen Sie besser als alle anderen, der überragend Horn spielt und international und bei den Berliner Philharmonikern und. Gibt es denn auch offensichtlich Momente, wo dann jemand wie Felix Gliese um die Ecke kommt und die sagt, oh Gott, wie macht der denn das? Natürlich. Sie staunen da auch. Natürlich. Ich habe da gleich am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, saß ich neben dem, habe diesen offenen Klang und dann merkte ich, Mensch, da ist keine Hand drin, wie macht der das dann? Und da wir haben auch damals auch drüber gesprochen. Das ist alles hier so, wie er sagt, es geht diese so ganz dunkle Luft, aber er muss einfach viel mehr tun als ein Hornist, der mit der Hand das macht. Und das finde ich aber eine super gute Übung für mich, das dann ohne Hand zu üben und dann sehe ich, gucke ich mir das ab, was er da macht. Mozart hat sich mit den speziellen Gegebenheiten des Horns nicht übermäßig intensiv beschäftigt. Habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal durch dich gelernt. Beethoven wiederum hat es wohl extrem intensiv getan. Merkt man das? Merkst du das? Merken Sie das den Kompositionen an? Ist da irgendwas vielleicht ein bisschen luschig, so wie man auch manchmal sagt, Schumann hat nicht so ideal für Streicher zum Beispiel komponiert? Also man muss sagen, die Leute damals wussten schon genau, wie ein Instrument funktioniert. Der Unterschied war nur, der eine hat es interessiert. Also Josef Haydn beispielsweise hat sehr akkurat geschrieben, das ist alles auf dem, das damalige, muss sagen, damals gab es noch keine Ventile, sondern es gab nur das Naturhorn, die Naturtöne, und man konnte mit der Stopftechnik so den einen oder anderen Gratiston rausquetschen, aber man konnte eben nicht alle Töne spielen.
Und Mozart war jemand, der das doch, glaube ich, sehr amüsant fand und der sich da ab und zu drüber hinweggesetzt hat. Also wir haben in Hornkonzerten von Mozart kommt sehr oft auch Chromatik drin vor, was für Naturen sehr schwer zu spielen ist. Und im zweiten Hornkonzert von Mozart, im dritten Satz, gibt es so eine Mollpassage, die auf Naturhorn sehr interessant, wenn wir es mal so, also sehr lustig klingt. Und die ersten Violinen lachen da, bip, 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 lachen da das erste Horn wirklich, lachen das aus. Also Mozart war jemand, der das wirklich so ernst genommen hat, beziehungsweise der sich darüber ein bisschen lustig gemacht hat. Und Haydn, aber auch Beethoven waren irgendwelche, die da sehr schulmäßig dran gelangt und wirklich geguckt haben, was ist möglich, wie klingt es, was ist vielleicht eher schwierig, was ist vielleicht nicht so praktikabel, was ist in der Theorie gut, aber in der Praxis nicht so funktional. Und das sind eigentlich so diese großen Unterschiede. Aber ich glaube, ausgekannt haben sich alle Komponisten sehr, sehr gut damit. Beethoven hatte einen Freund, der Horn gespielt hat, der tiefes Horn gespielt hat. So ist, wir Hornisten sind manchmal in hohe und tiefe Hornisten. Also heute bin ich die tiefe Hornistin. Und der hat für ihn ganz virtuosen Passagen komponiert. Und das hört man oft in Beethoven in seinen Sinfonien und auch jetzt hier in dem Sextett. Also beide haben virtuose Sachen zu spielen, aber es war sehr ungewöhnlich damals, dass der zweite Hornist auch so solche Stellen hatte. Und weil Beethoven einen Freund hatte, der Horn gespielt. Also er kannte sich wirklich gut aus. Und wir sind sehr dankbar dafür. Er hat auch eine Sonate komponiert. Und wir haben nicht so viel eigene Repertoire und deswegen freuen wir uns, dass Mozart und Beethoven so schöne Sachen komponiert haben für uns. Der Abend heute endet ja mit dem sogenannten Dorfmusikanten-Sextett, also wo Mozart ja seine Umgebung so ein bisschen, sagen wir mal, verkackeiert hat und ihm bewusst viele falsche Töne reingespielt hat. Macht das auch besonders Spaß, das Stück zu spielen? Uns macht es sehr viel Spaß. Der musikalische Spaß als Stück ist manchmal ein bisschen zu intellektuell lustig für ein Publikum, weil Mozart war es irrsinnig witzig, wo er dann, als er dann eine Phrase mit 9 Takte komponiert hat, statt 8, ist das witzig. Aber das ist natürlich nicht so einfach zu hören manchmal. Und die größte Witz an dem musikalischen Spaß werden Sie hören, also die großen Sachen erkennt man schon, aber ich erkenne auch nicht jeden Witz, was er da reingemacht hat. Und die Gefahr ist es, dass die Menschen, das Publikum sitzt da und denkt, das sollte ich jetzt lustig finden, aber ist es nicht. Aber wir versuchen es jetzt heute zu spielen, dass jeder da mal ein bisschen Spaß dabei haben wird. Und zu viel wollen wir aber auch nicht verraten. So, es ist jetzt bald 8:15. Ich finde es ganz, ganz toll, dass Sie das vorher gemacht haben, bis fast direkt dran an das Konzert, denn Sie haben wirklich noch sehr, sehr kräftig zu tun. Herzlichen Dank. Ich freue mich extrem auf diesen Abend. Danke Felix Wieser, danke Sarah Willis, danke Ihnen fürs Kommen. Bitte.